Heute möchte ich euch erzählen, warum ich seit meiner Ernährungsumstellung vegan lebe. Ich hatte ja im vorletzten Video über PCO und Insulinresistenz gesprochen, verlinke ich euch auf dem i und in der Infobox. Und ich habe mich dann näher mit Milchproduktion, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe mich näher mit Milchproduktion beschäftigt und habe das Video Dairy is Scary gesehen und das hat mich schockiert. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie ich drauf gestoßen bin. Ich habe da nicht bewusst nachgesucht und habe mich daraufhin angefangen mit Massentierhaltung und wie Milch überhaupt produziert wird und wie brutal das alles ist, auseinandergesetzt. Mir ist vorab an dieser Stelle ganz, ganz wichtig, ich zeige mit niemanden mit meinem Finger, der Fleisch isst oder vegetarisch lebt, also sprich Milchprodukte und Eier verzehrt. Das muss jeder für sich selber wissen. Jeder, jede, fühlt euch alle angesprochen. Ich möchte euch in diesem Video einfach nur erzählen, warum ich mich dazu entschlossen habe und mit euch in den Dialog kommen und vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken bringen. Aber ich möchte euch nicht missionieren. Jeder muss selber wissen, wie er lebt. Wenn mein Liebster Bock auf Fleisch hat, dann kaufe ich ihm das und bereite ihm das zu. So viel erstmal vorab. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich irgendwo bin, wo ich weiß, dass die Tiere glücklich sind und dass sie auch alt werden, und halbwegs artgerechtes Leben. Artgerecht ist ja immer so eine Sache, wenn Tiere in Gefangenschaft leben, aber grundsätzlich bei jedem Tier. Dann könnte ich mir auch vorstellen, tatsächlich Fleisch zu essen, weil es ist nicht so, dass ich es nicht mag. Aber diese Brutalität, also das Video Dairy is Scary, verlinke ich euch auch unten in der Infobox, wer es sich angucken möchte. Und auch auf dem i. Weil das hat den Ausschlag für mich gegeben, mich wirklich damit zu beschäftigen. Und seitdem ich vegan lebe, musste ich mir schon wirklich viel anhören. Also von einfacher Diskussion und Kritik, was völlig in Ordnung ist. Man kann über alles reden. Wie gesagt, ich möchte auch niemanden missionieren und jeder hat seinen Standpunkt, jeder ernährt sich, wie er will. Weil jeder ist seines Glückes Schmied und jeder ist für seinen eigenen Körper verantwortlich. Und gab aber auch Beleidigungen, von wegen, ich würde jetzt die Industrie zerstören und Menschen arbeitslos machen. Und das sehe ich anders. Warum? Im Folgenden. Es gibt da so diese drei Ns, habe ich so festgestellt, und zwar normal, natürlich, notwendig, die am häufigsten gefallen sind. Also es sind für mich die drei Ns geworden. Und mir ist da mal aufgefallen, das sind Argumente, die schon immer in der Menschheitsgeschichte genutzt wurden, um ausbeuterische Herrschaftsverhältnisse zu rechtfertigen. Das fängt an damals beim Sklavenhandel bis hin zum Holocaust tatsächlich. Da hat man auch gesagt, es ist normal, dass die Sklaven unterdrückt werden und es ist auch notwendig, weil wir brauchen die ja und die Sklaven müssen ja, also die sind ja dumm und da muss man denen ja sagen, was die zu tun haben und das ist also auch natürlich und also, ne? Ja, heute weiß man es besser. So. Und zum Thema normal kommt dann ganz oft der Satz, ja, die Menschen haben schon immer Fleisch gegessen oder ähnliches, wo ich dann denke, ja, nee. Denkt doch mal an eure Großeltern oder Urgroßeltern. Also bei mir war es zumindest so, meine Großeltern haben einmal die Woche Fleisch gegessen und mehr nicht. Und damals gab es auch diese Massentierhaltung noch nicht so. Das Fleisch hatte eine ganz andere Qualität und man muss das auch mehr zu schätzen. Man weiß ja auch heute, der Mensch braucht nicht so mega viel Fleisch. Also eigentlich gar keins. Milliarden, Millionen, keine Ahnung, Veganer beweisen es, Vegetarier. Aber wenn man Fleisch isst, wir leben im Übermaß, überlegt mal, morgens, was esst ihr? Ein Wurstbrot oder viele, nicht alle, viele. Mittags gibt es dann irgendwas auch mit Fleisch und abends isst man dann auch nochmal irgendwie Wurst auf Brot, Toast, whatever. Oder man kocht nochmal mit Fleisch. Und das ist einfach ein Überkonsum. Also das ist ein Überkonsum wie bei vielen anderen Dingen auch. Versteht mich nicht falsch, das gilt nicht nur für Fleisch.
Und Wissenschaftler haben halt mittlerweile auch herausgefunden, dass der Urmensch zum Beispiel gar nicht so viel Fleisch gegessen hat, weil die Jagd war aufwendig und selten von Erfolg gekrönt und halt auch extrem gefährlich. Und er hat darum nur einen ganz, ganz geringen Teil seiner Nahrung mit Fleisch gedeckt. Und ja, da es die Menschheit immer noch gibt, scheint das ja nicht so schlecht gewesen zu sein. Ich denke mir auch, wo ist der Unterschied zwischen Tieren, die wir essen, und Tieren, die wir als Haustiere haben, also Hunde, Delfine. Also in anderen Kulturen, wenn Hunde gegessen werden, finden wir das anstößig. Aber Kühe und Schweine und auch Hühner, Fische empfinden doch auch, also die haben ja auch Gefühle, die empfinden Schmerz, die haben Gefühle. Es ist zum Beispiel so, wenn man einer Kuh, also Kühe werden halt künstlich befruchtet, um tragend zu werden, und man nimmt denen wenige Stunden nach der Geburt ihr kleines Kälbchen weg und die schreien tagelang nacheinander, und das Kälbchen, für das die Milch eigentlich ist, wird dann mit Ersatzprodukten gefüttert, damit die Kuh uns Menschen Milch gibt. Das, hä? Also, nee, und die weinen halt tagelang nacheinander. Ich habe mir dann vorgestellt, wenn ich ein Kind entbinden würde, und das würde man mir wenige Stunden nach der Geburt entreißen, um meine Milch abzuzapfen, damit sie jemand anders trinken kann. Das fand ich so grausam, so schrecklich. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Tier und Mensch, ich weiß, aber trotzdem empfinden Tiere ja nun mal auch Liebe, Zuneigung und so. Auch eine Bindung zu den Kindern. Nicht auch ohne Grund weinen die Kühe, wenn man ihnen die kleinen Kälbchen wegnimmt. Und ich fand das einfach so, so furchtbar. Und der Mensch ist auch das einzige Säugetier, was über das Stillen hinaus Milch konsumiert. Und dann nicht mal die eigene. Ich meine, würdet ihr Muttermilch trinken? Da gab es übrigens mal einen interessanten Test von irgendeinem veganen, vegetarischen, keine Ahnung, Verein. Die haben dann gefragt, ob sie Muttermilch trinken würden. Auf der Straße ganz viele Passanten, die haben alle abgelehnt und gesagt, ja, aber ich krieg doch auch Kuhmilch, oder? Und ja, warum keine Muttermilch? Ja, und ja. Es gibt ein interessantes Buch zu, das heißt, warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe anziehen. Mega interessante Gedankenansätze. Und mir ist aufgefallen, dass irgendetwas, das anders ist. Also ich als Veganer bin ja schon ein bisschen anders. Es gibt ja im Verhältnis zu den Fleischessern, zu den Omnivoren, gibt es ja wenige Veganer. Und alles, was irgendwie anders ist, empfindet der Mensch als abstößig, irrational. Das ist ja auch bei Religionen so. Die wenigsten Christen können was mit Moslems anfangen oder umgekehrt, oder Buddhismus oder da, nehmt welche Religion auch immer ihr wollt, oder Atheisten mit generell irgendwelchen Religionen. Dann hatten wir das zweite N, natürlich. Ja, das war schon immer so, der Mensch seit Jagd seit Jahrtausenden, und auch da sind wir wieder bei der Verhältnismäßigkeit, die ich eben schon erwähnt war. Und dass etwas schon seit Jahrtausenden so war, da frage ich mich, reicht das als Argument, um es nicht mal zu überdenken? Weil, ist jetzt ein wirklich krasser Vergleich, könnt ihr mich auf steinigen, ist okay, aber Mord, Diebstahl, Vergewaltigung gibt es auch seit Jahrtausenden. Ist das deshalb okay? Nur weil es das schon immer gab? Ich würde sagen, nein. Wir sind recht wählerisch und willkürlich bei dem, was vertretbar und somit natürlich ist und was nicht, weil es ist natürlich, dass der Mensch Fleisch isst. Trotzdem nehmen Milliarden Frauen die Pille, um ihre Periode zu unterdrücken, um kein Kind zu zeugen beim Geschlechtsverkehr. Das ist unnatürlich. Wir sind da sehr wählerisch, was wir als natürlich empfinden und was nicht, und das ist recht willkürlich, und das finde ich nicht in Ordnung. Der Mensch ist, wie ich gerade schon gesagt habe, ein Omnivor, das heißt ein Allesfresser. Er kann Fleisch essen, muss es aber nicht. Er braucht es nicht zum Überleben. Und die Eckzähne, die wir haben, sind ursprünglich auch zum Zerkleinern gedacht und nicht zum Reißen von Tieren, wie das zum Beispiel bei einem Tiger der Fall ist oder so. Wir haben im Gegensatz zu wirklichen, echten, richtigen Fleischfressern, die wirklich Fleisch brauchen, um zu überleben, fehlen uns auch gewisse Enzyme, um das Fleisch eigentlich richtig verdauen zu können. Wenn wir mal an die Affen denken, also an Primaten, sind unsere engsten Verwandten, die sind Vegetarier oder Veganer. Ja? Also es, eigentlich hauptsächlich Veganer. Also finde ich schon
Krass, und was mir auch zu denken gegeben hat, war, Hühner können normalerweise bis zu 8 Jahre alt werden, aber unter den Bedingungen, unter denen sie gehalten werden, wenn sie es überhaupt so lange schaffen, werden sie nach 6 Wochen geschlachtet. 8 Jahre, 6 Wochen. Oder Kühe. Kühe können bis zu 20 Jahre alt werden. Die werden aber, wenn sie irgendwann keine Milch mehr geben können, geschlachtet mit 5 oder 6 Jahren, wenn die einfach nicht mehr können. Männliche Kälbchen werden übrigens direkt geschlachtet, weil die können keine Milch geben. Und ich finde, das ist nicht natürlich, dass wir das Lebensalter von den Tieren so krass verkürzen. Wir sind doch nicht Gott. Das finde ich... Nee, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Dann geht es um die Notwendigkeit. Dann werden die Mangelerscheinungen angeführt. Und Mangelerscheinungen gibt es auch bei Menschen, die Fleisch konsumieren. Da werden sie nur nicht hinterfragt. Das ist so ein Messen mit zweierlei Maß, da kann ich überhaupt nicht drauf. Man muss sich, egal ob man vegan, vegetarisch ist oder omnivor, man muss sich mit Ernährung beschäftigen. Und mit Ernährungsbestandteilen und was der Körper braucht und wie sich alles zusammensetzt. Weil sonst ist egal, was du isst, du kriegst Mangelerscheinungen. Das Einzige, was bei Veganern wirklich, wirklich kritisch ist, ist Vitamin B12. Das nehmen die meisten Veganer als Tablette. Ich auch, aber ich nehme das sowieso wegen meiner Migräne-Prophylaxe. Und es muss nicht zwingend zum Problem geben werden, denn fermentierte Lebensmittel, wie zum Beispiel Sauerkraut, enthalten B12. Bier enthält B12. So wie die Alge Chlorella, die enthält auch B12. Das heißt, damit kann man seinen B12-Bedarf auch decken. Und es gibt aber auch Situationen wie Schwangerschaft, Stress. Da muss jeder, egal was er isst, seinen B12-Mangel künstlich decken. Weil es durch die Ernährung, durch unsere Ernährung einfach nicht möglich ist. Weil der Körper verlernt hat, das B12 selbst herzustellen. Das konnte der Körper wohl mal. Ich habe letztens irgendeinen Bericht zugelesen. Fand ich mega interessant. Ich habe einen Stichpunkt übergeben. Ich wollte gerade auf Bio eingehen, da bin ich aber noch gar nicht. Dass zu viel an tierischen Proteinen, hatte ich glaube ich auch schon mal, ist für eine Reihe von Zivilisationskrankheiten verantwortlich und uns fehlt einfach das Maß. Denkt an unsere Großeltern, Urgroßeltern, wie die gelebt haben. Und jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsargumente. Du zerstörst die Wirtschaft. Nein, weil Menschen aufhören, Fleisch zu essen, hören sie nicht grundsätzlich auf zu essen. Logisch, oder? Das heißt, nur weil keine Milch mehr getrunken wird oder kein Fleisch mehr gegessen wird, verlieren nicht die Menschen ihre Jobs und auch die Bauern nicht. Nein, die Bauern können dann Getreide anbauen oder auch Soja oder was auch immer hier alles wächst. Ich kenne mich mit Agrarwirtschaft null aus. Möglicherweise werden sogar noch andere Jobs oder mehr Jobs geschaffen, dadurch, dass andere Lebensmittel produziert werden. Also ich persönlich ernähre mich hauptsächlich ohne Ersatzlebensmittel, weil das eben stark verarbeitete Lebensmittel sind. Die enthalten dann wieder oft Zucker. Vieles ist auch auf Weizenbasis, enthält Gluten. Ich muss Gluten meiden, habe ich im PCO-Video erklärt. Ja, die sind halt auch sehr teuer, aber man braucht das auch nicht. Also man kommt sehr, sehr gut ohne diese Ersatzprodukte klar. Und die gönnen mein Liebster und ich uns zwischendurch, weil wir sie einfach gerne essen, weil wir es gerne mögen. Aber das ist so, einmal die Woche. Wenn überhaupt. Und von daher, jetzt aber zu Bio. Denn Bio bedeutet leider nicht, dass das Ganze ohne Tierquälerei passiert. Da geht es eher darum, ob irgendwelche Sachen gespritzt werden oder ob die Tiere dürfen dann nicht mit Genfutter gefüttert werden. Ich glaube, die dürfen dann auch keine oder nicht so viele Antibiotika erhalten oder. Aber auch dort werden die männlichen Küken nach der Geburt geschreddert, weil die männlichen Küken können ja keine Eier legen, ne? Können ja nur die Hennen. Und auch den Kühen werden dort für die Milch die Babys weggenommen. Und ich finde das so traurig. Ich weiß nicht. Es gab dann auch gerne mal den Spruch, du solltest dich lieber für Menschen und Menschenrechte einsetzen. Fand ich auch super.
Weil 70% des Getreideanbaus weltweit werden an Tiere verfüttert zur Fleischproduktion. Überlegt mal, wie viele Menschen wir mehr ernähren könnten, wenn das direkt an den Menschen gehen würde. Die Fleischindustrie ist einer der größten Umweltverschmutzer. Also sei es durch die Ausscheidung von den Tieren, einfach weil es ja Massentierhaltung. Wir haben das Maß verloren, darauf läuft es eigentlich immer wieder hinaus. Wie die Kühe gehalten werden. Ich glaube, Kühe sind der größte Methanproduzent, ich gefolgt von Schweinen oder so. Aber auch so generell alles. Also, dass die erstmal so viel Getreide essen müssen, das gehört ja dann alles irgendwie mit zur Fleischproduktion, zur Herstellung. Und also, die Fleischindustrie ist einer der größten Umweltverschmutzer. Und das sollte uns schon zu denken geben. Und ich finde, unabhängig davon, ob ich mich für Menschenrechte einsetze oder nicht, ich finde, der Kampf gegen Tierquälerei sollte unabhängig von meinem politischen Standpunkt sein. Und ich finde, Massentierhaltung ist Tierquälerei. Eingangs habe ich gesagt, erinnert euch vielleicht, ich rufe euch das sonst nochmal ins Gedächtnis, bevor ihr mich verteufelt oder verflucht, wenn ein Tier wirklich glücklich ist und ich weiß gar nicht, 15, 20 Jahre gelebt hat und dann, weil es alt wird, geschlachtet werden muss, damit es nicht leidet und man dann das Fleisch verzehrt, die Haut zu Leder verarbeitet, finde ich das in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung, wenn eine Kuh ihr Baby behält, ihr kleines Kälbchen und man sich zwischendurch ein bisschen Milch in Maßen abzapft. Auch das finde ich in Ordnung. Da könnt ihr mich jetzt für vertrauen. Aber das finde ich in Ordnung. Solches Fleisch würde ich dann auch essen. Das ist okay. Aber diese Massentierhaltung, diese Tierquälerei, nein, keine Chance. Das möchte ich einfach nicht mehr unterstützen. Ich weiß, ich bin einer von vielen, aber ich denke mir so, wenn jeder so denkt, ach, ich bin nur einer von vielen und ich mache so weiter, dann ändert sich nichts. Das ist wie in der Politik, gehe ich wählen oder gehe ich nicht wählen. Ach, meine Stimme, was entscheidet die schon? Und wir haben alle irgendwann mal gelernt, eine Stimme kann das Zünglein an der Waage sein. Und deshalb habe ich mich entschlossen, vegan zu leben. Und süß ist auch das Argument, dass mir gesagt wird, ja, Kühe müssen gemolken werden, die geben sowieso Milch. Nein, Kühe produzieren aus dem gleichen Grund wie jedes andere Säugetier Milch. Für den Nachwuchs. Hatten wir jetzt schon oft. Dann kommt das Argument mit der Calciumzufuhr und Calcium steckt in so vielen anderen Lebensmitteln. Ich brauche keine Milch, um meinem Körper Calcium zuzuführen. Das sieht man auch an den Japanern und Chinesen. Die konsumieren keine Milch, weil ein Großteil von ihnen einfach laktoseintolerant ist. Und die werden auch steinalt und sind gesund. Ach, und übrigens meistens schlank. Huh. Ja. Denk mal drüber nach. Ja, was ich in meinem PCO-Video schon gesagt habe, dass Fleisch von Tieren aus der Massentierhaltung enthält oft viel zu viel Omega-6-Fettsäuren, Hormone und so weiter, was stille Entzündungen im Körper fördern kann, was den eigenen Hormonhaushalt durcheinander bringen kann. Wie gesagt, ich will euch nicht missionieren. Ich möchte zum Nachdenken anregen. Ich habe euch meinen Standpunkt dargelegt. Schreibt mir sehr gerne euren Standpunkt, aber bitte, bitte, bitte ohne Beleidigung, nicht unter der Gürtellinie. Ich finde, wir können alle unseren Standpunkt in einer adäquaten und angemessenen Art und Weise vertreten und müssen uns nicht beleidigen. Ich beleidige die Menschen, die Fleisch essen, auch nicht. Jeder muss es selber wissen. Ich missioniere weder meine Freunde, meine Familie noch mein Liebsten. Mein Liebster hat gesagt, er zieht aus Sympathie mit. Und dann hat er sich halt auch mit der Tierhaltung beschäftigt und hat gesagt, okay, das will ich auch nicht unterstützen. Ich habe es ihm aber auch immer gesagt, wenn du Lust auf Fleisch, Wurst, Käse hast, whatever, Schatz, kaufe ich dir, bereite ich dir zu. Ist in Ordnung, weil dein Körper, dein Gewissen, mein Körper, mein Gewissen. Und das ist etwas, sollten wir uns grundsätzlich ins Gedächtnis rufen, egal um welches Thema es geht, sei es Religion, politische Einstellung, Fußball, was ja mittlerweile auch eine Politik sein kann, whatever. Wir sollten den anderen einfach so nehmen, wie er ist
und ihn so sein lassen, wie er ist, uns vielleicht den Standpunkt anhören und einfach drüber nachdenken. Vielleicht ist das ja gar nicht so verkehrt oder so schlecht, was der andere da sagt. Und wenn ich so an meine Großeltern denke, wie alt die geworden sind, beziehungsweise meine Oma lebt immer noch, meine Uroma habe ich noch kennengelernt, die ist uralt geworden, einmal in der Woche Fleisch. Meine Uroma hat auch nie Milch konsumiert, weil die die nicht vertragen hat. Die ist uralt geworden. Also 90, glaube ich. Was will man denn mehr? Ja, ich weiß, Menschen, die Fleisch essen, können auch 90 werden. Aber egal, denkt drüber nach. Ich hoffe, das Video hat euch zum Nachdenken gemacht. Ich freue mich auf eure Kommentare und hoffe auf nette und angemessene Diskussionen ohne Beleidigungen und oberhalb der Gürtellinie. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag, ein schönes Restwochenende und wir sehen uns nächste Woche in einem neuen Büchervideo. Yay!